Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. In dieser Folge erzähle ich euch nämlich was darüber, wie man seine Wut kontrolliert. Japp, viel Spaß! Also, hi und willkommen zu dem Video darüber, wie man seine Wut kontrolliert. Und wer bin ich überhaupt, dass ich einen Plan habe, was überhaupt mit eurer Wut so funktioniert? Also wie das mit eurer Wut überhaupt so funktioniert. Mein Name ist Robby. Hi. Ich bin seit 11 Jahren schon Fahrlehrer. Verdammt lange Zeit, ja. Und ich bin auf engstem Raum mit, was weiß ich, wie vielen Leuten schon über diese ganzen Jahre zusammen und kriege immer wieder halt harte emotionale Beispiele davon, wie ihr mit eurer Wut umgeht, was man mit Wut machen kann, wie man sich da betroffen fühlt, was gut, was schlecht ist. Und ja, ich habe da eine Menge Erfahrung mit und habe auch über die 11 Jahre lang mich selber coachen lassen, damit ich euch Tipps geben kann, wie man einfach nicht so ausrastet, ja? Also, viel Spaß damit. Number one. Also wir müssen ja erstmal wissen, woher Wut überhaupt kommt. Weiß es jemand? Ha, so. Also wir haben hier vorne so ein Reptiliengehirn-Dingsbums. Das heißt präfrontaler Kortex, völlig unwichtig. Aber wichtig zu wissen ist, was das Ding macht. Und wenn wir in Stresssituationen geraten oder Situationen, die nicht unbedingt den Umständen entsprechen, die wir uns wünschen, dann ist das so, dass wir darauf reagieren. Und wir reagieren da ja nicht immer happy drauf und sagen, ach, toll, dass du hier alles scheiße machst, ich freue mich, cool. Sondern wir sagen, Alter, bist du, was ist das für ein Scheiß? Ist das dein Ernst? Und meistens ist das dann auch noch deren Ernst. Das ist ja nicht. Aber das sind halt so Situationen, die uns zum Ausrasten bringen. Oder jemand anders greift uns an oder wir fühlen uns angegriffen und dann werden wir wütend und aggressiv. Und das kommt halt von diesem präfrontalen Kortex, aus diesem Reptilien-Dingsbums. Und dann haben wir nur noch 3 Optionen. Angreifen und zuschlagen, in Ohnmacht fallen oder weglaufen. Und Wut, jetzt ist das ein bisschen merkwürdig vielleicht, aber ist eigentlich in seiner Ursprungsform etwas Gutes. Weil, naja, als wir noch in Höhlen gelebt haben und jemand hat unsere Familie oder unsere Freunde angegriffen, dann war es wichtig, dass wir nicht abhauen. Sondern wir mussten da bleiben und zuschlagen und irgendwie drauf und das Ganze lösen. Um jetzt ganz kurz das Beispiel mit den Fahrstuhl zu bringen, du kannst ja nicht, Alter, wenn der Prüfer da hinten drin sitzt, sagen, oh, da ist er. Na, from. Bam! Sondern du musst halt lernen, diese Aggression oder diese Wut oder diese aufkommenden Gefühle zu kontrollieren. So, das heißt, also als erstes müssen wir überhaupt wissen, wo kommt Wut überhaupt her. Und Wut ist was Gutes. Das müsst ihr erstmal verstehen. Das heißt also, wenn ihr merkt, ihr werdet wütend, worüber auch immer, dass einer vor euch langsam im Auto fährt, zum Beispiel mit einer Fahrschule, oder dass sich jemand nicht so verhält, wie ihr das gerne hättet, dann ist, dass man wütend wird, ist okay. Das ist okay. Jetzt müsst ihr aber sofort verstehen, warum werdet ihr überhaupt wütend? Weil das von früher hier noch drin sitzt und man denkt, oh Mann, irgendwie ich bin in Gefahr, meine sozialen Kontakte sind in Gefahr, irgendwas ist in Gefahr. Alter, das ist 20 fucking 1000 Jahre alt. Überhaupt nichts mehr ist in Gefahr. Wir leben im 21. Jahrhundert. Und eigentlich, nicht mal dein WLAN ist in Gefahr. Also wenn du durch die Stadt gehst, hast du 25 Millionen Hotspots. Ja? Also eigentlich ist nichts in Gefahr. Das zweite ist, und das ist ein Zitat von Will Smith, der hier Fresh Prince und so, cooler Typ, der hat gesagt, und das finde ich ziemlich treffend dafür, dass Angst und Wut eine persönliche Konstruktion sind. Also das habt ihr euch selber ausgesucht, dass ihr Angst habt oder Wut. Und genauso wie ihr euch ausgesucht habt, Wut zu haben, könnt ihr euch aussuchen, Spaß zu haben oder happy zu sein oder so. Und man darf das Ganze nicht verwechseln mit Gefahr. Also wenn irgendwie Leib und Leben in Gefahr sind, das heißt, wenn das Haus brennt und ihr kriegt Angst oder Wut oder irgendwas und wow, ist das gut, damit ihr nämlich wegrennt. Aber wenn vor euch einer langsam fährt, oder wenn jemand sich nicht so verhält, wie ihr das gerne hättet, macht Wut keinen Sinn. Wenn einer von euch
durch so ein wütendes Verhalten jemals irgendwas Positives erreicht hat, bitte schreibt mir das in die Kommentare. Ich bin auch immer offen und lerne gerne neue Sachen dazu. Aber in den Erfahrungen, die ich gemacht habe und die Coaches, die ich mitgemacht habe und die Trainings, die ich mitgemacht habe, habe ich noch nicht einen erlebt, der gesagt hat, wenn du ausrastest und das alles rauslässt, so in einem Streit oder in einem Dialog, das ist was Gutes. Habe ich noch nie erlebt. Also, ne, ich bin auch immer offen. Also Punkt 2 ist, ihr müsst euch entscheiden, wütend zu sein. Oder nicht entscheiden, wütend zu sein. Ja? Merkt ihr das? Merkt ihr, dass das aufkommt, weil ihr eine gewisse Erwartung hattet und das vielleicht nicht so erfüllt ist? Jetzt müsst ihr lernen, diese Wut zu kontrollieren. Cool bleiben, runterkommen, darüber nachdenken, ob das Ganze überhaupt Sinn macht, so wütend zu sein oder nicht. Ich weiß, das ist nicht einfach und ich bin auch kein Buddhist. Aber wenn ich mich hinsetze, kommt dann die Kamera mit. Oh Mann, hier kommt. Wenn ich mich hinsetze, so, habe ich schon mal gemacht, sieht man das? Ich kontrolliere meine Wut. Alter, ich bin auch keiner von diesen Vögeln, ja? Aber mir ist wichtig, dass ihr wisst, Wut kommt auch bei mir, Wut kommt bei jedem. Aber jetzt muss ich irgendwie lernen, damit umzugehen. So wie der Akku bei jedem Handy von euch oder so mal leer wird. Aber jetzt schmeiße ich das Ding nicht an die Wand, weil der Akku leer ist, und vielleicht lade ich es einfach auf. Ja? Und beim nächsten Mal, wenn ihr richtig wütend werdet, nicht zuschlagen, sondern mal darüber nachdenken, was das Ganze überhaupt soll, warum man überhaupt wütend wird und ob das Ganze einen Sinn macht. Yes! Drittens, Pause. Situation verlassen. Das ist so die letzte Option, die mir auch manchmal bleibt. Wenn ich auch in privaten Situationen oder so manchmal in so Streitgespräche komme, dann merkt man das ja so ein bisschen. Dann kommt das so langsam, dieses Feeling, wie so eine Welle und Welle und Welle und pumpt ab. Und jetzt ist es wichtig, die Situation irgendwie zu verlassen. Macht was Komisches, macht Musik an, singt ein Lied. Verlasst irgendwie die Situation. Das ist in der Prüfung ein bisschen schwierig, da kann man nicht einfach aufstehen und rausgehen und ein Lied singen. Aber in 95% der anderen Fällen, in denen Wut aufkommt, habt ihr die Möglichkeit, im Auto einen anderen Song anzumachen, in Gesprächen ganz kurz zu sagen, ey, warte mal, gib mir mal 2 Minuten, ich muss kurz raus, ich komme gleich wieder. Irgendwie sowas, verlasst die Situation. Weil wenn ihr drin bleibt, bleibt man meistens in dieser Emotion, in dieser Welle drin und dann pumpt man sich auf und dann geht's richtig los. Okay? Situation verlassen. Das ist Punkt Nummer 3. Jetzt habt ihr alle 3. Ja? Wisst ihr jetzt, woher die Wut kommt, dann wisst ihr, dass ihr selber eine Wahl habt. Und das Dritte ist, wenn es zu krass wird, verlasst kurz die Situation, kommt dann wieder und redet nochmal darüber, ob das Ganze wirklich Sinn macht, sich zu streiten oder wütend zu sein oder nicht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr konntet daraus ein bisschen was lernen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da. Falls nicht, ich weiß, dann habt ihr das Video wieder nicht bis zum Ende gesehen. Also, das ist auch egal. Aber lasst einen Kommentar oder ein Like da, wie gesagt. Passt auf euch auf, ich hab euch lieb. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Reinhauen. Tschüssi.